Ich hätte es ehrlich gesagt für fast nichts anderes gemacht, die Meisterschale in die Hand zu nehmen, bevor wir tatsächlich Meister waren. Aber ich dachte, so ist das in Ordnung. Und jetzt eben die Fotos gesehen. Wenn man damit helfen kann, mit so einer einfachen Sache, dann ist das wunderschön. RUA ist eine Organisation, die sich in Recife in Brasilien um Straßenkinder kümmert. Dann war die Idee, prominente Gesichter exklusiv zu fotografieren, zu vermarkten und dann eben zu 100% für diesen Zweck eben zu spenden. Ich arbeite seit 1998 als Fotograf und fotografiere heute viel Fußball. Und ja, dadurch war es naheliegend, natürlich Jürgen Klopp, den erfolgreichsten Trainer derzeit im deutschen Fußball, zu nehmen. Da habe ich mich auf den Weg gemacht zum Training von Borussia Dortmund und habe ihn dort einfach angesprochen. Und hatte ich sofort das Gefühl, das war der Richtige und das ist es auch. Meine Frau ist Sozialpädagogin und hat in diesem Bereich gearbeitet. Dadurch sind wir immer offen für Dinge dieser Art. Mit Stefan, der mir quasi assistiert und mit mir die Ideen entwickelt hat, haben wir uns überlegt, dass die Kabine natürlich ein Heiligtum eines jedes Fußballvereins ist. Und um daraus keine Kloppomania zu machen, haben wir quasi dann mit den Trikots die Mannschaft mit eingebunden. Als ich das letzte Mal vor Ort das Projekt besucht habe, habe ich mich mit den Leuten dort zusammengesetzt und haben nach einer Lösung gesucht, wie man noch besser an die Kids herankommt. Wir haben uns dann eben für ein regelmäßiges Fußballtraining entschieden, weil wichtig ist für die Kinder, dass sie Spaß am Leben haben, dass sie Freude haben, dass sie jubeln können und sich freuen können, weil das tritt in ihrem sonstigen Leben deutlich zu kurz. Es geht natürlich darum, Kinder, die Probleme haben, die musst du interessieren für etwas, die musst du irgendwie rauskriegen aus dem Alltag. Und Friedmann hat es eben gesagt, also das ist Musik und Fußball. Das ist in Brasilien anscheinend nicht anders als hier in Deutschland oder in allen anderen Ländern eben auch. Das sind die Dinge, die am meisten interessieren und da muss man hin. Ja, das Bild ist jetzt im Kasten und jetzt geht es darum, die Bilder zu vermarkten. Dort werden alle großen Zeitungen und Magazine angesprochen. Und der am meisten spendet, bekommt dann quasi das Exklusivrecht, dieses Bild zu verwerten. Darüber hinaus werden noch 2, 3 exklusive Abzüge gemacht und über eBay Charity versteigert. Die Rate derer, die es dann tatsächlich packen, liegt unter 50%. Ich finde ehrlich gesagt, alles was über 20-30% ist, ist eine herausragende Rate, weil man eben die Alternative bedenken muss. Und die bedeutet 100% keine Chance. Und dagegen müssen wir angehen.